Also oft ist es halt so, dieses Abschalten aus dem Galopp in den Trab ist für die meisten Rainer einfach schwierig. Oder auch Trabverstärkungen ohne anzugaloppieren, einfach diese Sachen. Die sind halt gerne so gepolt, dass sie schön aus dem Schritt angaloppieren und nicht traben eben, weil Trab ist einfach in der Reining, sage ich mal, ein absolutes No-Go. Ja. So, und da muss man den Reinern einfach ein Gefühl für geben, dass es okay ist zu traben, dass die sich wohlfühlen im Trab und dass der Trab vom Gang, von der Gangqualität auch noch mal ein bisschen besser geritten werden kann. Das, sage ich mal, ist so das größte Problem bei den Rainern. Der Rest ist ja immer eigentlich alles schon da. Ein gutes Rückwärts, ein Drehen, ein Turn, Galopp, Lenkung, das ist ja alles immer schon da. Aber gerade die Übergänge, die sind halt für die meisten Rainer, sage ich mal, erstmal schwierig, das zu verstehen. Und das ist so der Hauptpunkt. Der nächste Punkt ist eben diese Turns. Man legt ja in der Reining viel Wert drauf, oft flüssig zu drehen. In der Rennstriding hat man manchmal nur eine halbe Drehung, mal anderen Viertel, dann muss ich rausgaloppieren. Einfach dieses Abschalten, schnell in die Manöver zu gehen.